Ja, wie beginnst du deinen Morgen? Hast du vielleicht ein bestimmtes Ritual am Morgen oder bestimmte Gedanken, die dich begleiten? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit. Ja, und das heutige Thema sind so Morgenrituale. Wie gestaltet man einen guten Morgen? Ja, und in diesem Video, ein kleines Video, kurzes Video, erfährst du, warum es doch sehr hilfreich sein kann, kleine Morgenrituale zu pflegen und einzubauen. Also hier an diesem Morgen. Also ich schreibe seit vielen Jahren Tagebuch. Das wäre eine Möglichkeit, sich einfach mal so die Gedanken angucken. Was denke ich überhaupt am Morgen? Sind meine Gedanken jetzt eher positiv, negativ? Habe ich Angst vor dem heutigen Tag? Also ich finde schon, das kann man sich mal in aller Ruhe mal angucken. Und aber an diesem Morgen war mir jetzt eher nach Zeichnen. Also ich habe meistens ein Tagebuch, wo ich zeichnen kann und malen oder schreiben. Nicht, was rede ich denn? Und da ging es jetzt auch für mich darum, das ist eine weitere Empfehlung, mal morgens reinzufühlen, welche Formen dich ansprechen. Brauchst du für den heutigen Tag eher Grenzen? Ja, dann würde ich dir morgens ein Mandala empfehlen zum Zeichnen? Oder wünschst du dir mehr Freiraum, kreative Ideen, Action? Dann würde ich dir eher offene Formen empfehlen. Aber auch da fühl einfach mal rein, was du gerade, erstens mal, was du fühlst und was du brauchst. Und für so kleine Morgenrituale reicht es völligst aus, mit 10 Minuten zu beginnen. Ja, und was du jetzt hier siehst, das sind kleine Affirmationen. Ist auch eine Möglichkeit, den Morgen zu beginnen mit schönen Affirmationen, dass ich mich auf den Tag freue, dass ich ganz gespannt bin auf den Tag. Oder ja, dass ich mich einfach mag, dass ich mich lieb habe. Also da sei einfach ein bisschen kreativ, probier es aus, welche Wörter sprechen dich also für Affirmationen besonders an. Ja, sei da ein bisschen wachsam oder achtsam und wach. Und warum überhaupt den Morgen so beginnen, ne, mit einem kleinen Morgenritual, mit Literatur lesen, auch beten, ne, es ist ja auch eine schöne Form. Macht es, oder anders ausgedrückt, ich würde heute nicht mehr trocken und clean leben, wenn ich nicht tatsächlich die letzten, ja, sind jetzt doch über 2 Jahrzehnte, den Morgen mit Gebeten, mit Meditation, mit Meditationsmusik begonnen hätte. Weil durch diese kleinen Rituale habe ich mich einfach auf den Tag positiv eingestimmt. Und ja, zwischendrin, genau jetzt hier, ist ein großes Mandala. Nach dem war mir das, an dem arbeite ich schon seit vielen Tagen. Gibt es dann auch das nächste Video dazu. Ist übrigens eine ganz tolle Meditationsform.
Also ohne diese kleinen Rituale hätte ich die letzten Jahrzehnte nicht hinbekommen. Das ist einfach so. Ja, und gerade jetzt hier, das ist mir aufgefallen bei diesem Mandala, dass Mandala-Zeichnen, Malen ja eine Meditationsform ist. Ist unglaublich entspannend für den Geist. Also ich gehe entspannter in den Tag, wenn ich morgens sogar noch zu meinem kleinen Gebet noch ein Mandala zeichne. Ja, erzähl mir mal, wie du deine Rituale oder dein Morgen beginnst. Mit Meditation, Musik, einem guten Frühstück, Yoga. Ich bin gespannt. Alles Liebe für dich. Bis bald und tschüss.